So, moin moin und willkommen zurück hier bei Plug Inc. Evolved. Jo, nach dem Fail der letzten Folge habe ich mir gedacht, heute werden wir mal uns um den Neuraxwurm kümmern. Den Neuraxwurm. Was ist der Neuraxwurm? Manipulativer Organismus, der sich im Gehirn festsetzt. Klingt schon mal nicht schlecht, finde ich. So, dem setzen wir erstmal ein paar Gene rein. Also ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gezockt. Mehr durch Zerplatzen von Orangenen. Nehmen wir mit. Gen einfügen. Mutationsbonus. Mutationsbonus, da bin ich kein Fan von. Landbonus. Nehmen wir mit. Trockenbonus. Nehmen wir mit. Haben wir hier was? Nö. Hier haben wir noch nichts. So, dann würde ich sagen, wir starten das Ganze. Machen wir brutal? Komm, wir machen mal brutal. Zweite Niederlage. Was los, Alter? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das ist der Ragewurm. Nein, das ist nicht der Ragewurm. Wir nennen das Ganze mal... Nein. Islam versklavt die Menschheit, steht denn da am Ende. Ja, ist ein bisschen hart. Nee, pass auf, dann nehmen wir einfach mal Apple. Apple. Finde ich auch ein bisschen lustig. Apple. So, die Texte lese ich jetzt größtenteils nicht mehr vor. Kennt ihr ja schon, habt ihr ja schon alles gehört beim letzten Mal. Die meisten zumindest. Der Neuraxwurm ist halt ein bisschen was anderes. Startgebiet wählen. Ich würde sagen, wir fangen mal in Indien an. Ich möchte dazu mal gleich sagen, warum ich in Indien anfange. Weil Indien hat eine ziemlich hohe Population. Und es hat einen Hafen. Und es hat einen Flughafen. Genau, deswegen können wir in Indien anfangen. So, Apple befällt Indien. Bla bla bla. Das kennen wir schon. Oh, sollte ich auch mal zerplatzen lassen, die alte Blase. So, Neuraxwurm aufgetaucht. Apple ist ein Neuraxwurm, der seit Jahrtausenden unentdeckt geblieben ist. Nachdem Menschen seinen natürlichen Lebensraum betreten haben, breitet er sich aus. So, und die Übertragung ist ein bisschen anders, als wie wir das schon gesehen haben. Ziehharmonika-Bewegung. Manche Körperteile greifen, während andere ziehen, / schieben. Ermöglicht schnelle Fortbewegung außerhalb von Wirten, erhöht die Ansteckungsgefahr. Erhöht aber auch die Schwere. So, Eier. Eier 1. Der Neuraxwurm legt Eier zu Tausenden über das Gehirn des Wirts. Was? Die zu Tausenden über das Gehirn des Wirts abgegeben werden. Erhöht die Ansteckungsgefahr. Allerdings auch ein bisschen die Schwere. So, genetischer Austausch. Würmer können genetisches Material im Körper des Wirts austauschen. Erhöht die Mutationschance. Mutieren lassen wollen wir ihn nicht. Aber wir lassen ihn mal Eier legen. Entwickeln. Symptome. Symptome kommen wir nachher ganz zum Schluss wahrscheinlich drauf. Gut. Und das hier, das kann ich noch nicht anklicken. Doch, trojanischer Flieger. Manipuliert. Boah. Kann heute nicht so richtig lesen. Tun die Augen ein bisschen weh. Manipulation der Dopamintransporter. Führt zu einer Form von ADHS. Die Wirte... dazu ermutigt, in ein Zielland zu reisen. Also ich sage ja, heute ist das nicht so ganz mit meinem Lesen. So, dann würde ich sagen, auf 4 und warten wir es mal ab. Ja, das geht halt sogar ganz langsam. Ja. Und ich meine, mal ehrlich, wenn man so ein bisschen Plug Inc. spielt und sich echt mal so durch den Kopf gehen lässt, was wäre wenn? Einfach nur, was wäre wenn? So nur dieser Kerngedanke. So, machen wir die Ziehharmonika. Einmal, zweimal. Dann kann er sich schon mal ein bisschen schneller fortbewegen. Ja, so also nur so diese Vorstellung. Was wäre, wenn? Wenn es so eine Scheiße wirklich geben würde. Ne, irgend so eine Krankheit, Alter, die sich über den Globus plötzlich ausbreitet. Ungesehen natürlich. Wir machen mal die Reisebereitschaft. Die machen wir gleich nochmal. Oh, und die machen wir gleich auf 3. Ich hoffe... Naja, Schwere. Banken melden Rekordprofite. Das ist eigentlich... Naja. Naja, es ist halt doch schon interessant, das zu wissen. Weil dadurch sind natürlich die Leute eher geneigt, ne, hier Arm in Arm, Hand in Hand und so weiter zu leben. So, 9 Punkte haben wir. Machen mal den noch mit. So, beim Neuraxwurm auf Brutal muss man ein bisschen schneller dafür sorgen, dass er sich ausbreitet. Ist zumindest so meine Ansicht oder das, was ich so festgestellt habe. Der Neuraxwurm, der muss sich ziemlich schnell fortbewegen. So, machen wir den nochmal per Luft. Ja, per Luft mache ich, weil Indien ein ländlich geprägtes, das Klima ist üblicherweise heiß und feucht. Deswegen lasse ich ihn über Wind und so weiter, beziehungsweise Luft 1 heißt das richtig. Luft 1, genau.
Wurm verliert Gewicht durch Flüssigkeitsabgabe und wird vom Wind mitgetragen. Erhöht die Ansteckungsgefahr in trockenen Zonen und in Flugzeugen. Dann wäre ja eigentlich Wasser doch richtiger gewesen. Habe ich da etwa all die Zeit, oder kann das sein, ändert sich das von Handy zu PC-Version? Eigentlich soll der Unterschied ja nicht groß sein, ne? Das Einzige, was ich nur echt festgestellt habe, die Zombie-Seuche, Necrota oder wie das Ding dann heißt, das ist doch etwas einfacher auf dem PC zu spielen als, es ist doch etwas einfacher auf dem PC zu spielen als auf dem iPhone. So, ploppt auf hier. Oh, so, jetzt drücke hin und wieder mal auf Pause, weil wenn dieses Symbol erscheint, kann ich den Neuraxwurm fliegen lassen. So, und dann, plopp, steckt mir das entsprechende Land an. Und da möchte ich vorher halt immer gerne gucken, ob das Land schon infiziert ist oder nicht. Deswegen drücke ich da gerne auf Pause. Rätsel bei Olympischen Spielen in London. Mhm. So, was können wir noch machen? Wir machen nochmal Eier 2. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Fähigkeiten. Machen wir mal hier Arzneimittelresistenz. Weil Arzneimittelresistenz, meiner Meinung nach, das Ganze in Kanada. Oh, jetzt haben sie mich entdeckt. In Kanada wird das dadurch eher, ja, wird der Wurm dann eher, oder die Krankheit eher, wisst ihr schon, ausgebreitet und so. So, Indien startet Arbeit an Heilmittel. Nur lasse doch. Wer ist denn hier noch nicht betroffen? Hier, meine Lieblingsländer, Marokko und Grönland. Haben wir beide dann schon gleich. Whoop. Apple nur ein weiterer Parasit. Wissenschaftler glauben, Apple sei nicht besorgniserregend, obwohl unangenehm scheint es bei Menschen keine Symptome hervorzurufen. Könne leicht geheilt werden. Boah, das glaubt ihr. So, 45 Punkte. Indien schließt Häfen. Das macht nichts. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Trojanische Reisende 1. Eine Adrenalinausschüttung in trojanischen Wirten führt dazu, dass diese häufiger reisen. Dies erhöht die Ansteckungsgefahr im Zielland. Das machen wir gleich zweimal. So. Was ist denn hier hinten los? Auch noch nicht infiziert. Zack. Ist irgendwie so ein bisschen wie Cheaten, aber naja, gehört halt so dazu, ne? Ich darf nur nicht hier unten den da unten darf ich bloß nicht hier vernachlässigen. Also da muss ich halt hin und wieder doch mal raufgucken, ob da nicht ein bisschen zu viel rumgeforscht wird. Was haben wir hier? Finnland. Finnland ist auch noch nicht betroffen. Vor allem das Geile ist, mit dem Wurm kann man tatsächlich in Länder fliegen, die gar keinen Flughafen offiziell haben. Das ist irgendwie ein bisschen, bisschen lustig. Alter. Ja, das ist halt auch so ein kleiner Trick, den ich so für mich einfach entdeckt habe. Wenn man auf Pause drückt, dann bleiben diese ganzen Blubbels bestehen und man kann die leichter wegdrücken. Ist auch wieder so ein bisschen wie Cheaten, aber egal. So, was haben wir hier? Das ist infiziert, ist infiziert, ist auch infiziert. Hier, was ist hier unten? Madagaskar ist noch nicht infiziert. Warte mal, was wir mal machen können? Wir können mal gucken. Karibik. Ah, Karibik zum Beispiel. Karibik, die haben wir hier hinten. Auch infizieren. Los geht's. Flop. Flop. Oh, und nee, da ist schon, ich glaube hier irgendwo, ne? Nee, warte mal, da, genau, Kolumbien und Peru und sowas. Mittelamerika ist noch nicht so ganz infiziert worden. Ich will ja nur auch nicht zu früh anfangen mit irgendwelchen Symptomen, aber theoretisch könnten wir jetzt, glaube ich, schon anfangen mit den ersten Symptomen. Weil ich glaube, die ganze Welt, nee, Mittelamerika, Mexiko, ist doch gleich um Ecke hier. Mittelamerika, hopp, dann mal los. Apple auf Beobachtungsliste gesetzt. Was? Jetzt schon? Krankheit gibt's auch erst ein Jahr. Ist hier unten Indonesien, Japan, das gehört zu Russland. Neuseeland. Ich habe echt festgestellt, auf dem Handy ist das oberschwer zu spielen. Weil man da so genau, punktgenau treffen muss. Teilweise. Also zumindest ist es auf dem iPhone so. Ich weiß ja nicht, wie das auf Androiden-Geräten ist. Was haben wir hier denn noch? Mexiko.
Finger im Po, Mexiko. Tschüss. So, nochmal nachgucken. Balkanstaaten, Zentraleuropa, Polen, baltische Staaten, Ukraine und die Philippinen. Was ist denn die Philippinen? Halt. Was haben wir hier? Indonesien. Ah, vergessen auf Pause zu drücken. Polen. Polen und Ukraine. So, einmal so über Kreuz. Plopp, plopp. China bei Heilmittelforschung führend. Plopp. So, was haben wir denn noch für Länder offen? Balkanstaaten, Zentraleuropa, baltische Staaten. Zentraleuropa. Und was mir mal aufgefallen ist, ich habe euch in der letzten Folge erzählt, einige Länder werden zusammengezogen, ne? Das hier ist ja Deutschland. Dänemark? Ja, okay. Musste schon ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe. So, Übertragung. Mir geht das alles irgendwie nicht schnell genug. Was können wir denn da nochmal machen? Machen wir nochmal über Luft und hier über Wasser. Was haben wir hier jetzt noch? Wachsartige Membran ermöglicht Überleben in Lüftungsschächten an trockenen Orten. Erhöht Ansteckungsgefahr in reichen, heißen Ländern. Mhm. Wir haben 174 Punkte. Und das ist auch brutal. Was haben wir hier? Wasser 3. Wurmeier erhalten Fähigkeiten schon im Wasser. 17 Punkte, scheißegal. Wie gesagt, wir haben 156 Punkte. 130 Punkte haben wir noch. So, was haben wir noch für Länder offen? Baltische Staaten. Wo sind die baltischen Staaten, Alter? Das muss ja hier irgendwo. Okay, jetzt bin ich in die Ukraine geflogen. Da wären die baltischen Staaten gewesen. Gleich daneben. Die jetzt auch infiziert sind. Ja, und jetzt kommt so der Moment. Es sind alle Staaten infiziert. Ja, dann fliegt doch. Was wir mal machen können. Wie viel haben wir angesteckt? Wie weit ist das Medikament eigentlich? 24%. Richtig, Blick auf Heilung. Ich glaube nicht. Symptome. Neuraler Durchbruch. Durchdringe. Achso, übrigens hier. Das ist auch sehr geil. Übersicht. Nee, das sieht hier gar nicht so aus. Ach, schade. Es ist nur hier das Bild. Na gut. Symptome. Neuraler Durchbruch. Durchdringe die Blut-Hirn-Barriere. Um Zugriff auf das Gehirn des Wirts zu erhalten. Verursacht Dystonie, unkontrollierbares Blinzeln. Ja, dann blinzel mal los. Was haben wir hier? Hirnfortsätze. Entstehung von Fortsätzen im zerebralen Hohlraumsystem beginnt. Alter. Ermöglicht verstärkte Kontrolle über das Gehirn des Wirts. Machen wir. Was haben wir hier? Frontallappendurchdringung. Fortsätze dringen. Achso, Wurmfortsätze, ja klar. Muss jetzt mal überlegen, was welche Fortsätze. Zentrum bewusster Denkvorgänge ein. Und erhalten die Fähigkeit, den Wirt geistig zu beeinflussen. Machen wir auch. Was haben wir hier? Unreife. Unreife nehmen wir noch nicht. Veränderte Hormonproduktion führt zu Rückgang in der Reifeentwicklung. Niedrige Hygienestandards erhöhen die Infektionschance. Keine Ahnung. Beta-Rezeptorenblocker freigesetzt. Dämpft Unbehagen im Wirt und reduziert Stärke allergischer. Ah, dann nehmen wir mal mit, ne? Das ist ja weniger zu erkennen, glaube ich. Massensynthese. Neutral. Alter, hier Aminobuttersäure. Deutlich weniger Angstgefühle. Das klingt doch zum Beispiel ganz gut. Was haben wir hier? Psychose. Verändert Dopaminrezeptur. Rezeptoren. Gelegentlich auftretende Psychosen und Persönlichkeitsveränderungen erleichtern den Wurm Anpassung. Na, wir gucken erstmal, was die Welt jetzt sagt, was jetzt passiert. So, komm, wir fliegen hier nach Russland. Indonesien verbietet alle Flüge. Ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Nachrichten, beziehungsweise auf den Banner. Weil das wird jetzt alles teilweise echt lustig. Nein! Verdammt. Verstörende Berichte über Apple. Wissenschaftler weisen nach, dass Apple theoretisch menschliche Gedanken zum Vorteil der Krankheit manipulieren könnten. Weitere Nachforschungen sind nötig. Boah, demnächst hier bei Ihnen im Kino, ne? Oder demnächst hier im Kino. Oh, hier Australien, das sieht auch noch nicht so besonders aus. Olympische Spiele in London fortgesetzt. Trotz Apple werden die Olympischen Spiele bald beginnen. Werden Besucher die Krankheiten nach Großbritannien bringen? Nein, denn sie ist schon da. Hier und Russland, Alter, das geht jetzt richtig ratzefatze. Ich glaube, es geht jetzt weltweit plötzlich ratzefatze. Okay,
was kam da jetzt? Olympische Spiele halten Land in Atem. Menschen, die mit Apple infiziert sind, reisten nach London und haben ihre Krankheit verbreitet. Das hätte nie passieren dürfen. Grünland. Nee. So, was haben wir denn hier? Wir müssen halt gucken hier. Ich will die Letalität nicht hochreizen. Machen wir den mal. Was ist das hier? Fortsätze erhöhen Hirndruck, führt zu Fieber und stört die Wirtprioritäten. So wie die, das Entscheidungsvermögen. Nö, Fieber sollen die Leute ja nicht haben. Manie. Starke Serotoninproduktion ausgelöst. Manische Episoden führen zu erhöhtem Kontakt mit anderen. Und die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Nimm mit. Jetzt warten wir nochmal einen Moment. Na, ich will ja die Menschheit mit dem Neurax-Wurm, wer es noch nicht gerafft hat, oder das Spiel halt nicht kennt, ich will die Menschheit mit dem Neurax-Wurm nicht, ich will die nicht auslöschen, beziehungsweise nicht töten. Weil es gibt mit dem Neurax-Wurm die Möglichkeit, die Menschheit, oh ja, ich sag mal, zu versklaven. Flieg rüber da. Kanada schließt Landesgrenzen, die macht ihr doch eh alle wieder auf. Hui. Sieht's denn aus mit der Welt? Ja, weißt du was? Und oh! Heilmittel zu 95% hergestellt. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir mal ein bisschen gegenwirken. Ein bisschen zumindest. So, reicht. Symptome. Was ist das hier? Schwere Schäden am orbitalen... Was? Orbitofrontalen Kortex lösen Zwangsstörungen aus. Der Wirt ist von spezifischen Tätigkeiten mit Würmern besessen. Los geht's. Hingabe. Dopamin- und Serotoninschübe veranlassen den Wirt, ständig an Würmer zu denken. Löst intensiven Freudenrausch aus. Was haben wir hier oben? Neuropathische Manipulation. Versucht schwere Emotions- und Verhaltensstörungen. Erhöht Ansteckungsgefahr. Kann tödlich enden. Nee, umbringen wollen wir keinen. Hier, dann hauen die sich alle gegenseitig um. Habe ich mir mal durchgelesen. Aggression. Der Hypothalamus wird angegriffen, was zu irrationalem Hass und Gewaltausbrüchen, vor allem gegen die Obrigkeit und Nicht-Infizierte führt. Ich so, ja moin. So, ich nehme aber diesen Weg. Den lasse ich hier mit Absicht aus, weil den hoffe ich, dass der irgendwie mutiert wird. Wie viel brauchen wir da? 38 Punkte. 8 Punkte. Pass mal auf, ich werde... 56. Oh, Alter, ist das runtergegangen gerade. Habt ihr das gesehen? Von 96 auf 57. Neue Sucht. Regenwurm sammeln. Auf der ganzen Welt werden Meldungen laut, die von einer extremen Besessenheit Regenwürmer zu sammeln berichten. Oh, Psychologen sind ratlos. Ja, los geht's, wa? So, dann lassen wir das Ganze... Ach, hätte ich auch nach Grönland fliegen lassen können. Alter, ey, die forschen aber ziemlich... Oh, die forschen aber ziemlich fix, die Kollegen. Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann machen wir jetzt doch ziemlich zügig die Transzendenz. Eine Überdosis Oxytocin und Vasopressin zwingt den Wirt in den Zustand der Anbetung Akzeptanz. Der Neurax-Wurm wird als unsterblicher Gott angesehen. Machen wir. Nehmen wir so mit. Was würde der hier eigentlich kosten? 21. Psychose. Ja, ich glaube, Balkanstaaten beginnen zu verfallen. Grönland gefällt mir hier gar nicht irgendwie. Spanien in Anarchie verfallen. Was? Warum das denn? Kann ich ja gar nicht verstehen. Oh, voilà. War der falsche Knopf. Doppelklick. Totale Anarchie. Hm. Infizierte verehren Apple. Mit Apple infizierte Menschen berichten von Visionen der Verzückung und einer neuen Herrenspezies. Ohne ein Heilmittel ist das Leben, wie wir es kennen, vorüber. Läuft, würde ich sagen, ne? Hier, ist auch geil, die News jetzt. Bevölkerung von Russland huldigt Neurax-Wurm. Westafrika veranlasst Neurax-Schulung. Peru legt Wasserversorgung still. Mittelamerika gibt Heilmittel höchste Priorität. Legt still. Höchste Priorität. Kolumbien meldet Fälle von Scherzinfektionen. Notstand, huldigt. Pakistan legalisiert Wurmdurchsuchung. Obligatorische Neurax-Sitzung im Irak. Huldigt, huldigt. Alle öffentlichen Gebäude. Peru verbietet lange Haare. Huldigt. Verhängt Ausgangssperren. Heilmittel. Ägypten veranlasst Neurax-Schulungen. Scherzinfektion, Wurmdurchsuchung.
Gab's noch irgendwie was anderes? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Hab ich vergessen. Sag mal, habe ich Kälte 2 irgendwie nicht? Oder? Nee, habe ich nicht. Was bräuchten wir da denn? 21 Punkte. Also eigentlich geht's, glaube ich, nur noch echt um Grönland. Ja, das ist jetzt blöd. Man kann keine Toten sehen und nix. Man weiß jetzt nicht. Gesund. 369.000 Menschen. 300.000 Menschen. Da muss ja noch irgendwas anderes. Grönland bombardiert infizierte Städte. Okay. Muss ja irgendwo anders noch Leute gesund sein. Nur wo? Island vielleicht? Ach, Island. Was hatte ich gesagt? Was brauchen wir? 21 Punkte. Jedes Mal, wenn wir fliegen, glaube ich, gibt es ein paar Punkte. Kann das sein? 14? 16. Ach so, klar, weil wir neue Opfer infizieren. Natürlich. 17. Ja, 18, 21, sagte ich. Wir müssen uns da ein bisschen beeilen, weil 77%. 19, einmal noch fliegen. Nach Grönland vielleicht. 21 Punkte. So, zack. Und jetzt sollte das eigentlich... Da, jetzt, guck mal, hier, bam! In Island müsste eigentlich gleich genauso. Also Grönland... Voilà. Bevölkerung von Grönland huldigt dem Wurm. Ja, siehst du. Island, obligatorische Neurack-Sitzung, schließt alle öffentlichen Gebäude, errichtet Unfallklinik, veranlasst Neurack-Schulung, verbietet lange Haare. Es gibt noch irgendwas, verbietet Hüte oder irgendwie sowas. Hm, hoppala. So. Immer weiter jetzt erstmal nach Island, weil Grönland, die Sache hat sich erledigt. Achso, stand ja auch bei. Ah, es sind immer noch so viele Leute gesund. Das kann doch nicht sein, dass es... Kriege ich nicht hier irgendwie... Hm. Das ist die Frage. So viele Einwohner hat Island doch gar nicht. Doch. Atomexplosion in Errungenschaft erhalten. Ein Paradies für Stalker. Aha. Atomexplosion im Vereinigten Königreich. Riesige Atomexplosion im Vereinigten Königreich hat eine radioaktive Wolke freigesetzt. Die Ursache ist unbekannt, doch Ausgangsort lässt Defektsabotage in Kernwaffen, was? In Kernkraftwerk vermuten. Cool. 1000. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Yay! Nein. Hier. Island huldigt Neurax-Wurm. Ausgangssperren. Wieso verhängen die eigentlich noch Ausgangssperren? Die huldigen doch sowieso alle den Wurm. Apple versklavt die Menschheit. Die ganze Welt huldigt Apple als Gott und Meister. Es wird nicht mehr versucht, die Seuche zu heilen. Und die Menschheit betritt eine finstere Zukunft der Versklavung. So. Sieg! Die ganze Welt verehrt Apple als ihren Gott und Meister. Bemühungen, die Seuche zu bekämpfen, wurden eingestellt und die Menschheit betritt ein neues dunkles Zeitalter als Sklavenspezies. So, und wie beim letzten Mal lasse ich das Ganze gleich im 500-fachen Speed-Dings durchlaufen. Vielleicht kriege ich das diesmal auch hin mit Ton. Und ich sagte mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu, haut da rein und tschüss!